So, hallihallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute auf dem ersten Wintertreffen in Hartha von den Quad- und ATV-Freunden MSN oder so ähnlich. Oh, es tut mir immer leid, ich kann mir das immer nicht so gut merken. Und erst recht nicht, wenn ich hier schon wieder auf irgendeinem fremden Quad sitze und fahren muss und mit der Strecke übelst in mein Gesicht spritzt. Ach, alles klar. Ja, wir werden es jetzt mal nicht so übertreiben. Wir fahren hier erstmal eine gediegene Runde. Das ist übrigens die Can-Am Renegade 570 vom Makle 89. Also, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt, auf Instagram, er lädt auch immer ziemlich coole Bilder hoch. Also, ich schreibe es euch einfach mal kurz hier rein, also Makle 89 auf Instagram, könnt ihr ruhig mal reinschauen. Und alter Fahrgefühl auf einer Renegade ist halt immer so eine Sache für sich. Ich finde, da muss man immer erstmal reinkommen. Oh, richtig geil. Aber, ich meine, es ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr her oder so, dass ich die 650er Renegade von der Nicole gefahren bin. In Peckwitz war das ja auch, entschuldigt, ich kann nicht reden. Im September in Peckwitz. Aber ich würde jetzt sagen, also ich tucker hier mit 30, ne? Ich bin ja immer auf solchen Strecken so ein bisschen muschi. Vor allem, wenn es nicht mein Quad ist. Jetzt muss halt hier mal ein bisschen mehr reinlehnen. Oh, ich muss mich zu sehr konzentrieren, um hier sinnige Sätze rauszubekommen. Naja, auf jeden Fall finde ich von der Leistung nimmt sich jetzt fast nichts. Also zumindest, wenn man jetzt hier so wie ich auf so einer Strecke rumguckt. Also ich denke mir, an der Endgeschwindigkeit ist klar, wird sich das sicherlich was nehmen. Aber kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da im Gelände irgendwie in irgendeiner Form zurückstecken muss. Ich glaube, wenn ich hier von dieser Strecke runterkomme, sehe ich aus wie ein Schwein. Aber das ist auf jeden Fall wert. Vor allem kann ich so wenigstens noch ein Video für euch machen von dem Treffen hier. Das ist jetzt auch nur eine von den Strecken. Es gibt, glaube ich, drei, also zwei große für richtig Erwachsene. Also hier die. Die andere ist dann eher so mit Hügeln und Hindernissen. Und dann haben wir ja natürlich noch eine Kinderstrecke. Was ich ja mittlerweile, oder ich weiß nicht, vielleicht auch schon immer, bei den Quad-Treffen so eingebürgert hat, dass es auch immer noch eine Kinderstrecke gibt, finde ich persönlich sehr geil. Also ich habe noch keine Kinder, aber wenn ich irgendwann mal welche habe, würde ich mich auf jeden Fall mega hart freuen, wenn die dann auf so einem Treffen auch fahren könnten, ohne im Prinzip immer irgendwen im Nacken zu haben. Ich glaube, ich fahre schon wieder wie der letzte Larry, ey. Aber egal. Spaß macht es trotzdem. Und, ach ne, gut. Ich dachte, mich überholt gerade die zweite Person zum zweiten Mal. Das wäre dann schon wieder richtig peinlich gewesen. Das war zum Glück jemand anders. Ach ja. Ja, ich glaube, zu Can-Am Renegade muss ich nicht viel sagen. Das ist ein geiles Fahrzeug. Und ich bin die jetzt auch weniger aus Testzwecken gefahren. Also gut, mich hat das interessiert mit der Leistung. Wie viel sich das im Endeffekt wirklich nimmt. Ja, nimmt sich im Endeffekt, wie gesagt, wirklich nicht viel, aber wenn man die Möglichkeit hat, Renegade zu fahren, dann sollte man das schon auch nutzen, ne? Ja, ist sehr geil. Ich sehe nur noch Matschspritzer, meine komplette Brille ist dreckig. Kurze Zwischeninfo. Wir kommen ja nun aus Thüringen, wo man ja nicht so gut shoppen gehen kann. Jetzt denken sich alle, was hat das mit dem Quadfahren zu tun? Und zwar, Quadtreffen ist ja nun in Sachsen. Und hier kann man ja nun, glaube ich, besser einkaufen gehen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen nach dem Treffen nochmal kurz einen Stopp in Leipzig. Also ist ein kleiner Umweg, aber passt schon. Und gehen nochmal ein paar Sachen einkaufen. Und ich habe aber nicht bedacht, mir Wechselklamotten mitzunehmen. Heißt, ja, ich sehe aus wie Sau.
Ja, und ich werde dann nachher, weiß ich nicht, irgendwie mal gucken müssen, was ich mache, weil so kann ich ja nicht in die Innenstadt gehen, ne? Die denken alle, ich bin völlig kernbehindert oder so. Naja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich fahren darf, aber ich glaube, es ist ihm ziemlich egal. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein, zwei Runden drehen, weil ich bin immer noch nicht so richtig drin, ne? Und ich habe noch ein bisschen Angst. Ich hoffe, er hat keine Angst um seine Maschine. Das ist immer meine größte Sorge, wenn die am Rand stehen und zugucken, wie ich fahre. Denke ich mir immer so, Alter, ich hätte so Angst um mein Quad. Also ich fahre immer so, dass ich das Risiko einschätzen kann und dass auf gar keinen Fall irgendwas passieren würde mit einem fremden Quad. Das kann ich versichern. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein oder andere Mal schon mal jemand Muffensausen bekommen hat. Wenn ich hier wie so ein Vollhorst in die Kurven lenke. Ja, ist halt, man muss halt eigentlich seine Maschine so ein bisschen kennen, um hier zu heizen. Ich habe vorhin auch schon gefilmt, also auf Instagram in meiner Story konnte man das auch sehen. Habe das sicherlich auch in mein Story-Highlight dann reinge... Also wenn ihr das Video seht, habe ich es dann sicherlich auch schon in mein Story-Highlight gepackt zu den Treffen 2020. Da sind sowohl Termine für Treffen drin, als eben auch so ein paar Highlights aus den Treffen, die ich besucht habe. Also aktuell, das ist unser erstes dieses Jahr. Und ich hoffe mal, dass es so weitergeht. Ja gut, ich würde sagen, wir drehen jetzt noch eine Runde. Dann kann ich hier nämlich meinen letzten Gedanken noch zusammenfassen. Alter, die haben aber auch einen Anzug. Und dann sind die Geraden hier immer so kurz und ich bin halt dumm im Kurvenfahren. Vor allem mit der Renegade, ich habe immer das Gefühl, die ist so hoch, das kann nicht halten in der Kurve. Richtig paranoid. Naja, ich hoffe, ich habe jeden Satz zu Ende gebracht und hier nicht irgendwie wieder übelst lückenhaft erzählt. Ja, eventuell fahre ich heute auch noch mal eine Runde, ich weiß es aber noch nicht genau. Ansonsten würde ich dann die Verabschiedung auf dem Weg nach Hause aufnehmen und würde erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Runde, und dann, ja, bis später. So, da das Wetter jetzt so doch recht schnell umgeschlagen hat und es jetzt so tatsächlich regnet, haben wir jetzt recht schnell den Rückweg angebrochen, deswegen bin ich auch nicht noch mal gefahren. Ja, nach meiner Fahrt ist mir natürlich aufgefallen, dass ich Profi-YouTuber mal wieder nicht über die Kamera gewischt habe. Heißt, ich muss dann im Schnitt erstmal schauen, wie ich euch das zusammenbastel. Jakob hat noch ein paar Außenaufnahmen gemacht. Vielleicht kriege ich das irgendwie zusammengestellt, dass ihr nicht die ganze Zeit nur Matschflecken seht. Ja, muss ich mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, wenn ihr bis zu dem Punkt geguckt habt, dass das Video einigermaßen in Ordnung geworden ist. Wir sind jetzt auf dem Heimweg, wie gesagt, beziehungsweise Jakob ist gerade kurz noch mal draußen mit Leni laufen und ich habe gesagt, solange das Tageslicht noch da ist, werde ich euch jetzt hier erstmal die Verabschiedung noch aufnehmen. Ich denke mal, es ist nur ein kurzes Video geworden, ich wollte euch aber auf jeden Fall eins dazu bringen. Ja, also an der Stelle auch nochmal danke an Markle89, wie gesagt, dafür, dass ich sein Quad fahren durfte, nur dadurch ist das Video möglich geworden. Ja, und bevor ich mir hier noch mehr an meinen Haaren rumfudel, hoffe ich, wie gesagt, es hat euch gefallen und würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!